Sie haben sich viel vorgenommen hier im Bauhof Bad Abbach. 1200 Getreidesträußchen sollen in 2,5 Stunden entstehen. Viele fleißige Hände helfen Organisatorin Sophie Blüttgen. Es ist sehr langwierig, man muss jeden einzelnen Halm in die Hand nehmen, dass man so 10, 15, 20 so Halme hat. Und das muss man dann zusammenbinden und abschneiden. Diese Getreidesträußchen schmücken dann die Erntekrone. Routinierte Binderinnen sind dabei, aber auch Neulinge. Wie laufen die ersten Gehversuche von Irmgard Späth? Das muss nicht so exakt sein. Das muss, weil die einzelnen Ähren sind ja ziemlich zerwurzelt. Also ist kein Problem. Hauptsache, es ist so kleiner wie ein kleiner Strauß. Müsste so passen. Beim Abschneiden braucht sie noch Hilfe. Doch nicht nur mit Getreide, auch mit Buchs wird dekoriert. Kleine Bündel fixiert Christa Merkel mit Draht am Kronenkreuz. Bisher kriegen wir immer noch das Grünzeug zusammen. Aber es wird immer schwieriger, weil die Leute nicht mehr so viel Grün so im Garten haben. Und mit dem Buchs ist ja der Zünsler dran gewesen. Dann ist er nicht mehr so schön. Kann man fast gar nicht brauchen. Den Buchs hat Christa Merkel deshalb aus ihrem eigenen Garten mitgebracht. Jetzt kommen die Getreidesträuße auf das Kronengestell. Die meisten Helferinnen sind im Obst- und Gartenbauverein aktiv. Für Vorstandsmitglied Sophie Blüttgen war es nach diesem trockenen Sommer gar nicht so leicht, das Material zusammenzukriegen. Wir haben Glück gehabt. Es hat immer wieder, wenn auch nicht so viel wie sonst, aber immer wieder hat es ein bisschen geringt. Und wir haben doch noch große Bauern in der Nähe, da kriegen wir immer Getreide. Und wir haben einen Herrn, der ist sehr nett und der tut uns das immer abschneiden und auch bringen. Etwa 200 Sträuße aus Gerste, Roggen, Weizen, Hafer und Dinkel schmücken jeden einzelnen Bogen der Krone. Also Krone selber schaut immer gleich aus, aber Deko ist halt jedes Jahr ein bisschen anders. Und es ist halt Tradition. Es ist Tradition, es ist auch ein Erntedank, weil wir doch Glück gehabt haben, doch so viel gewachsen ist. Und es ist auch schön, wenn die Krone im Markt unten steht und jeder geht vorbei und sagt, ach, ist die Krone schön und wird bewundert. Nach fast 3 Stunden ist die Ehrenkrone, also das Oberteil, fertig. So viel ehrenamtliches Engagement beeindruckt auch den zweiten Bürgermeister Reinhold Mini. Für uns ist es ganz wichtig, die ehrenamtliche Tätigkeiten. Wir freuen uns, dass wir noch so viele Gruppen haben, die sowas bei uns in Bad Abbach machen. Es gibt natürlich immer Personen, die da federführend sind, wie die Frau Blüttgen, Sophie, die das Ganze organisiert. Ich arbeite gern ehrenamtlich und wie gesagt, das sind lauter nette Frauen und die kenne ich alle und wir sind fast mit den meisten befreundet. Und durch die Bank, ich mag alle. Die Kirchl hat Sophie Blüttgen selbst beigesteuert. Die restliche Brotzeit stammt vom Bürgermeister. Nur eine kurze Verschnaufpause. Jetzt geht's erst auf. Es ist jetzt Halbzeit gewesen. Helfen Sie auch noch mit, Herr Bürgermeister? Sowieso. Sehen Sie, beim Essen, beim Wurstsemmel essen und Kaffee trinken, da bin ich auf jeden Fall mit dabei. Und dann hilft er doch ein bisschen mit. Denn Reinhold Mini weiß, dass der untere Teil der Krone in 2,5 Stunden fertig sein muss. Dann nämlich wird sie abtransportiert. Gut, dass es mit den Tuien schneller geht. Die 28 Helferinnen und Helfer müssen sie nicht mehr so aufwendig zusammenbinden wie die Getreidesträuße. Um 15 Uhr ist dann die letzte Tuje angebracht. Geschafft. Der Kran für den Transport des gewichtigen Kronengestänges steht schon bereit. Dieses Spektakel lässt sich niemand entgehen. Die Bauhofmitarbeiter Florian Schlauderer und Manfred Schwarz sollen die Krone sicher in den Ortskern bringen. Das ist aber das Schwierigste, gell? Da haben wir keinen Einfluss mehr. Ich kann nichts reißen vom Gewicht her, ist nicht schlimm. Nee. Außer es ist falsch angehängt oder dass irgendwas vom Haken löst. Aber sonst ist es nichts. Und auch bei der Ehrenkrone zeigt Manfred Schwarz, dass er alles im Griff hat.
Die Bauhofmitarbeiter fahren die beiden Kronenteile etwa 2 Kilometer weiter, direkt ins Zentrum von Bad Abbach, vor die Marktkirche. Und setzen sie über den Marktbrunnen. Für Sophie Blüttgen stellt die Krone nicht nur ein schönes Schmuckstück dar. Viel wichtiger ist ihr der Feiertag, der dahinter steht. Das ist jetzt Erntedank, das ist jetzt ein Dank an Gott, dass wieder alles gewachsen ist, dass man da, obwohl ja, mit Klimawandel und so, obwohl trotzdem wieder was gewachsen ist. Und da darf man dankbar sein. Und deshalb legen wir die Sachen rein. Es fehlen noch Erntegaben wie Kastanien und Nüsse. Viele schmückende Details kommen erst noch dazu. Zwei Tage später. Heute soll die Krone gesegnet werden. Sophie Blüttgen und ein harter Kern vom Obst- und Gartenbauverein machen die Deko noch fertig. Karotten, Kürbis, Zieräpfel. Noch ganz schön viel zu tun für die Ehrenamtlichen. Ist das alles einigermaßen passt? Die Deko macht schon etliches an Arbeit, ja. Aber wir sind zu viert, da schafft man das schon. Gleich geht es los. Die Kinder vom Kindergarten St. Nikolaus sind gekommen. Eine ökumenische Segnungsfeier mit Pastoralreferent Tobias Wächler und Pfarrerin Barbara Dietrich. Spielt Erntedank für die Menschen heute überhaupt noch eine Rolle? Zumindest bei den Leuten, die in die Kirche gehen, auch in den Grundschulen und in den Kindergärten ist es immer Thema. Und jeder, der hier vorbeigeht, sieht auch, dass die Ernte, dass Erntezeit ist. Erntedank spielt schon eine große Rolle, weil die Leute das einfach auch von der Natur her erfahren. Es verändert sich, wir gehen auf den Herbst zu oder wir sind im Herbst angekommen und jeder dankt doch irgendwo. Danke sagen, das möchten die Kindergartenkinder und die kleine Elena mit einem Lied. Gefällt dir irgendwas von den Sachen hier besonders gut? Kürbis. Und sonst noch? Der Mais. Aber das Ganze zusammen am meisten. Segne der Vater. Und der Sohn. Und der Heilige Geist. Amen. Amen. Jetzt haben wir einen Segen und ich freue mich schon wieder auf nächstes Jahr, auf die Osterkrone. Geht schon wieder weiter. Beim Verschönern des Ortskerns zusammenzukommen und gemeinsam etwas zu erschaffen für alle. Das ist es, was Brauchtum wirklich lebendig werden lässt.